Maschine Griesbeck, 1-1 in Bochum. Dein Fazit zum Spiel? Im Endeffekt, denke ich mal, war es ein verdientes 1-1. In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, haben viele Chancen. Machen dann aus 1-0, müssen danach dann in unserer Drangphase vielleicht sogar noch ein weiteres Tor machen. Dann kriegt man in der zweiten Halbzeit schnell das 1-1 und dann ist es schwierig in Bochum zu bestehen. Dann haben wir mit Mann und Maus verteidigt und haben das dann am Ende über die Zeit gerettet. Ja. Marc, 1-1 in Bochum, Auswärtspunkt, dein Fazit zum Spiel? Ja, es war ein ähnliches Spiel wie vielleicht vor 2 Wochen gegen Greuther Fürth, bloß andersrum, dass wir natürlich sehr gut in der ersten Halbzeit ins Spiel gekommen sind. Wir haben viele Fehler provoziert von Bochum, haben dann auch viele Aktionen nach vorne gehabt und sind auch verdient in Führung gegangen. Bisschen ärgerlich vielleicht, dass wir nicht das 2-0 nachlegen konnten, das hätte uns natürlich sehr gut getan. Ja, und dann ist es natürlich bitter mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit, kommt es 1-1 und dann war klar, es ist ein offener Schlagabtausch, haben wir auch ein bisschen Probleme gehabt, wenig Entlastung nach vorne gehabt und ja, im Endeffekt, wenn das ganze Spiel betrachtet ist, ist ein korrektes Unentschieden und ja, dafür müssen wir uns auch nicht schämen oder sage ich mal entschuldigen. Klar, wäre mehr drin gewesen, aber wenn man dann das ganze Spiel sieht, müssen wir sagen, nach den letzten Begegnungen war es auf jeden Fall ein guter Punkt für uns und deswegen sind wir auch irgendwo zufrieden. Zimbo, 1-1 in Bochum, damit kann man leben, oder? Ja, ich denke, wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann absolut. In der zweiten Halbzeit, gerade mit dem frühen Ausgleichstor, hat dann der VfL daheim auf seine Fans viel Druck erzeugt, war die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass wir in der ersten Halbzeit, untypisch für uns, weil sonst ist es die zweite, das Spiel hier bestimmt haben, klare Chancen hatten und vielleicht ein Quäntchen auch höher führen können. Auf der anderen Seite geht ein Spiel 90 Minuten, das ist jetzt eine Phrase, aber da müssen wir mit dem 1-1 leben und können das auch, denke ich. Ich denke, wir haben 2 unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Ich habe uns in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel machen sehen, vor allen Dingen das, was wir uns vorgenommen haben, aus einem guten Pressing immer wieder Balleroberungen zu erzielen, um schnell umzuschalten, ist uns phasenweise ganz gut gelungen. Wir hatten in der ersten Halbzeit nur eine gefährliche Situation, wir waren in der 9. Minute, als sich Terracino gut durchspielt über links in den Rückraumpass, da waren wir noch nicht sortiert, aber von Minute zu Minute sind wir stabiler geworden, haben uns auch immer mehr zugetraut, haben uns mit einer Variante, die einstudiert war, auch belohnt und danach ja, haben wir es verpasst, durch diese hohe Anzahl von Balleroberungen dann vielleicht auch das 2-0 zu machen. Ticciavero, Riesenchance, Adriano Grimaldi, gute Möglichkeiten gehabt, vor der Pause noch das zweite zu machen und ja, schon extrem bitter, wenn du dann nach einer sehr guten Halbzeit rauskommst und erstmal wechseln musst und dann sofort den Ausgleich kassierst und dann war klar, wird Bochum mit den Fans im Rücken auf ihr Tor ein anderes Gesicht zeigen, mit mehr Wucht, mit sehr viel Ballsicherheit. Aber finde ich, auch in der zweiten Halbzeit haben wir in letzter Konsequenz leidenschaftlich noch gut verteidigt und haben natürlich auch 1-2 Mal das Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten. Leider ist uns dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr gelungen, selber nach vorne klare Torchancen rauszuspielen. Aber das ist eben auswärts so gegen eine Mannschaft, die auch Offensivpotenzial hat und von daher bin ich zufrieden mit dem Punkt, den haben wir uns heute auch verdient, wie gesagt, aufgrund von einer sehr starken ersten Halbzeit von uns, auch in der Offensive und in der zweiten Halbzeit, zumindest vom Kämpferischen her. Was uns natürlich wehtut, sind möglicherweise 2 schwere Verletzungen, Robert Strauß muskulär, aber vor allen Dingen Kevin Kraus, der sich vielleicht ein bisschen schwerer verletzt hat, das wäre extrem bitter für uns, aber ja, ich habe es eben ein Trainerkollegen gesagt, da wo gekämpft wird, da gibt es auch mal Verluste, auch das werden wir verkraften, aber ich hoffe natürlich, dass es für ihn nicht so schlimm ist. Ja, im VfL Bochum natürlich noch, und dann habt ihr auch noch 3 Spiele, auch alles Gute für die letzten 3 Spiele vor der Winterpause und dann bis zum Rückspiel. Nein, wir haben ja einen Arzt dabei und der sieht jetzt nicht die Notwendigkeit, dass man hier direkt ins Krankenhaus muss, sondern Fuß ist bandagiert. Wir haben einen guten Bus mit Farbfernsehen und deswegen werden wir ihn erst dann morgen bei uns vor Ort untersuchen. Also da kann er sich reinlegen, Fuß hoch. Aber wie gesagt, so die erste Prognose, Sprunggelenk, sieht nicht so gut aus. Ja, ich habe heute eine Mannschaft gesehen mit 2 Gesichtern. Die erste Halbzeit sehr ängstlich gespielt, sehr verunsichert. Ich habe auch in der Halbzeit gesagt, was bringt euch das? Eigentlich gar nichts, nur Gegentore. Wir haben nur was zu gewinnen, das sind 3 Punkte und Spiel. Und lass die Leute mal sehen, die gekommen sind heute, ja, was ihr könnt. Und das habt ihr die zweite Halbzeit überragend gemacht. Die haben von Anfang an nach vorne gespielt, ja, mehr Tempo gespielt, aggressiver gespielt.
Ja, und da sieht man auch, dass wir eine Mannschaft haben, die von jeder gewinnen kann. Aber da muss alles stimmen. Und die zweite Halbzeit hat alles gestimmt, fast nichts mehr weggegeben und das Tor gemacht. Und wir hatten in die 90. Minute eigentlich noch die größte Chance, um mal wieder zu gewinnen. Leider nicht, aber über die zweite Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Und so wie die zweite Halbzeit gespielt haben, müssen wir auch die letzten drei Spiele entgegenkommen. Und dann, wenn wir auch mal wieder ein Dreier haben, da bin ich wieder überzeugt.